begeistert. Und wer nicht lesen wollte, der hat sich die Hörspiele besorgt und angehört. Und weil diese Hörspiele und die Krimis so viel Spaß gemacht haben, haben sich ein paar Studenten an der Uni Augsburg zusammengetan und haben die Detektei Suni und Partner erfunden. Eine Hörspielreihe, die anfangs als Begleitmedium für die Augsburger Kinderuni gedacht war, die sich aber zum Selbstläufer entwickelt hat. Und so sind mittlerweile schon die viele Serien entstanden, wie das Hubschrauberkomplott, Schatten über Rom oder aktuell die Biberinsel. Zuhörer sind übrigens nicht nur Kinder. Melanie Wollscheid und Sebastian Herzog berichten. Hey, Hände hoch, alle Mann auf den Boden, keiner macht hier Scheiße. Banküberfall mitten an der Augsburger Uni. Kein ungewöhnliches Szenario für die Medienpädagogik-Studenten. Schließlich braucht ihr Hörspielprojekt ständig neue Inhalte, die dann pädagogisch wertvoll über die Kopfhörer laufen. Aber man mag es kaum meinen, wie viel Arbeit hinter einer solchen Detektivserie steckt. So eine Geschichte zu schreiben ist ziemlich schwer, gerade wenn man die didaktischen Inhalte noch sinnvoll damit verknüpfen will, dass es nicht so Holzhammer-Methode ist. Also man sitzt schon mehrere Tage, mehrere Wochen dran. Auch der Schnitt ist wahnsinnig aufwendig. Also wir haben jetzt geschaut, bei der letzten Aufnahme waren wir am reinen Schnitt 37 Stunden, also 37 Arbeitsstunden für eine Folge haben wir investieren müssen. Es gibt also was auf die Ohren an der Augsburger Hochschule. Dabei dreht sich alles um den 15-jährigen Sunny und seine Freunde, die stilecht im Trenchcoat auf den Spuren von Sherlock Holmes wandeln. Gleichzeitig erklären sie, wie die Welt funktioniert. Guten Tag. Also, was macht Sunny und Co. aus? Das Besondere ist natürlich, dass neben dem Spaß auch Informationen vermittelt werden sollen. Und zwar so, dass es die Kinder gar nicht merken. Also die sollen sich das anhören und ihren Spaß haben, aber dabei auch natürlich was lernen. Immer zum passenden Thema der Kinderuni. Zum Beispiel das Kolosseum, zum Beispiel die Hubschrauber oder jetzt in der letzten Folge das Thema Geld. Das Prinzip Lauschen und Lernen funktioniert nicht nur bei den Kindern. Auch Erwachsene outen sich längst als Fans der Hörspiele. Tim Karl Klößchen und Gabi lassen grüßen. Auch Hauptdarsteller Sunny kennt dieses Phänomen der Faszination. Ja, komm, laber nicht. Es liegt daran, dass viele Leute früher selber Hörspiele gehört haben, zum Beispiel TKKG oder die drei Fragezeichen. Und ja, die hören das teilweise immer noch abends zum Einschlafen. Und ja, diese Leute freuen sich natürlich, wenn es dann kostenlos im Internet mal was Neues gibt, weil nach einer Weile werden die ganzen alten Kassetten dann doch langweilig. Die Produktionsbedingungen verlangen Improvisationstalent. Ein Mikrofon für alle Sprecher erhöht den Kuschelfaktor während der Aufnahme. Ob karge Räume die Kreativität fördern? Wir sind gespannt, wie sich die kommende Folge rund um das Thema Klimaschutz anhören wird. Die Hörspiele können Sie sich übrigens kostenlos im Internet herunterladen und anhören. Die Adresse lautet www.detekteisuni.com. Und nun zu dem, was am Wochenende so alles los war. Hier ist der Wochenendrückblick.